Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Intel Corporation an. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Da seht ihr also den aktuellen Aktienkurs an der Nasdaq. Hier haben wir die Income-Seite, Cashflow-Seite, also Umsatzseite, Bargeld. Und wir sehen, dass der Umsatz den höchsten Wert im Jahr 21 hatte und nun 23 den niedrigsten Wert in dieser 6 Jahre History-Übersicht. Also ein Rückgang von 23,5%. Gross Profit, Rohertrag, Bruttoergebnis, minus 50%, Betriebsergebnis, Operate Income, minus 99,6%. Wir liegen fast hier am negativen Wert, haben nur noch 93 Millionen Betriebsergebnis. Vor der Steuer, nach der Steuer auch tiefster Wert, minus 92%, minus 96%. Freie Cashflow ist aktuell auch negativ, wie im Jahr 2022, aber aktuell 23 haben wir ca. 5 Milliarden mehr negativen freien Cashflow wie im Jahr 22. Retourgang von 200%. Wir sehen die Dividende, Kürzung um 42% und die Dividende ist im Jahr 22 und 23 nicht bezahlbar vom freien Cashflow. Hier sehen wir generell die Umsatzentwicklung hoch, 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 runter, runter, runter. Auch nettomäßig. Runter, 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 runter. Hier die Earnings per Shares. Retourgang von ca. 92%. Freie Cashflow von 208. Dividendenkürzung pro Aktie 38%. Und aktuell sehen wir auch, Dividende ist von den Earnings per Share im Verhältnis Payout 183%. Vom freien Cashflow ist kein Wert berechenbar, da der freie Cashflow negativ ist. Die Marge. Cross Margin. Haben wir den höchsten Wert im Jahr 2018. Aktuell haben wir mit 40% den niedrigsten Wert und wir liegen auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Operating Margin, also Betriebsergebnismarge, was bleibt mir vom gesamten Umsatz ab vor der Steuer und Zinsen? Höchster Wert auch im Jahr 2018, tiefster Wert mit 0,17 im Jahr 23 und wir liegen unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Profit Margin, höchster Wert im Jahr 2018, aktuell mit 3%, der niedrigste Wert, auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Freie Cashflow liegen wir aktuell negativ und auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Wir sehen generell, dass die 23er-Bilanz auf alle Fälle in allen drei Margen der negativste Wert ist aktuell und der freie Cashflow auch den tiefsten Wert aktuell hat im Jahr 23. Mal sehen, wie 24 wird Q1. Hier die Bilanz, Passivseite, die Verschuldung wurde auch erhöht um ca. 63%, die langen sogar um 88%, das Eigenkapital wurde gesteigert um 41% und die Bilanzsumme um 50%. Vorteil, Aktienstückzahl wurde reduziert um ca. 7% und der Buchwert pro Aktie ging um 51% nach oben in dieser Zeithistory. Hier sehen wir auf alle Fälle grün das Eigenkapital, rot die Gesamtverschuldung, was generell sehr gut ist, dass das Eigenkapital immer größer war wie die Gesamtverschuldung. Wir sehen hier auf alle Fälle mal die Bilanzsumme. Wir haben die Bilanzsumme auch aktuell am höchsten Wert. Auch das Eigenkapital ist am höchsten Wert und auch die Gesamtverschuldung liegt am höchsten Wert. Aber das Eigenkapital ist größer wie die Gesamtverschuldung. Hier die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme. Der höchste Wert war im Jahr 2018 mit ca. 58%. Nun liegen wir bei 55,12% und haben auch hier den niedrigsten Wert. Das heißt, das Verhältnis ist schlechter geworden. Betriebsergebnis und freier Cashflow zu Langerbindlichkeiten ist der Faktor sehr hoch. Hier haben wir keinen Faktor, weil der freie Cashflow negativ ist. Die optimalsten Werte waren im Jahr 18, 19, 20. Da waren wir alle unter 3. Das wäre der Top-Rating gewesen für die Kreditwürdigkeit. Aktuell haben wir hier keine Werte. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende wurde um 5,30% per anno gesteigert. Jetzt auf alle Fälle haben wir weniger Dividende. Das Eigenkapital um 7,8% und der Nettoumsatz ging retour um 22% vom bis zum Jahr 2022, ohne 23 noch. Falls ihr neu für den Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Lasst uns gemeinsam über die Intel-Aktie diskutieren, was ihr aktuell zu Intel sagt. Hier die Finanzdaten. Wir sehen die 22er Bilanz. Da waren die Finanzdaten noch besser als in 23er Jahren. Da haben wir generell sehr, sehr negative Werte. Aber es ist noch positiv, aber sehr, sehr gering.
Preis-Sales-Verhältnis ist auch im Jahr 22 besser gewesen pro Aktie wie im 23er Faktor, haben wir einen höheren Wert zum aktuellen Kurs, aber das Preis-Buch-Verhältnis ist fast identisch. Und hier sehen wir auf alle Fälle Faktor unter 1, das heißt, das Eigenkapital ist größer wie Lange- und Gesamtverschuldung. Der aktuelle Kurs an der Börse ist ca. 42 US-Dollar. Hier sehen wir die Differenz aus Marktkapitalisierung und Enterprise Value ist die Nettoverschuldung. Hier die Earnings per Share, KGV bei 105 aktuell, auf alle Fälle sehr, sehr hoch. Hier von der Bilanz 22, kein freier Cashflow ist negativ, kein Wert. Hier sehen wir auf alle Fälle im 5-Jahres-Durchschnitt sehen wir hier günstige Werte. Aber mal sehen, ob wir wieder umsatztechnisch auch höhere Werte haben wie aus dem Jahr 18, 19 und 20. Dividendrendite war aus der Dividende mit 1,45 aus dem Jahr 22 mit 3,4%. Später werden wir sehen, wie die Dividende aktuell aussieht. Hier sehen wir den Monatschart und im Monat sehen wir hier die Seitwärtsphase, Ausbruch über die 37 Dollar, hoch auf die 50 Dollar circa und jetzt sind wir wieder runter. Nun ist die Frage, kann die 41 halten? Hält sie nicht, können wir die 39 antesten, dort ist auch der gleitende Durchschnitt aktuell. Und im schlechten Fall können wir die 36,90 antesten, diesen alten Widerstand. Und wenn wir dort drüber bleiben, haben wir den Widerstand getestet, Ausbruch bestätigt und wir können dann wieder auf höhere Kurse spekulieren. Auf die 51,50. Fällt der Kurs wieder runter, sind wir wieder in dieser alten Range gefangen, zwischen 30 und 37 US-Dollar. Hier die Fernwerte aus der Bilanz 2022 und 5-Jahres-Durchschnitt. Im 5-Jahres-Durchschnitt sehen wir 49 US-Dollar. Aus der Bilanz 22 sind es 33 US-Dollar und vom Nettozuwachs 30 und im 5-Jahres-Durchschnitt 65 oder 21 vom freien Cashflow. 23 Bilanz aufgrund der niedrigen Earnings per Shares, negativen freien Cashflow, ist der faire Wert mit dem Buchwert 15 US-Dollar und vom Nettozuwachs 6 US-Dollar. Und wir sehen, Dividende wurde gekürzt auf 0,73 US-Dollar, Dividendrendite aktuell 1,75%. Also mal sehen, ob die Dividende leistbar ist im 24er Jahr vom freien Cashflow, wäre auf alle Fälle sehr wichtig. Analysten haben ein Kursziel von 46 US-Dollar, das wäre ungefähr der faire Wert in der Nähe vom 5-Jahres-Durchschnitt. Und hier sehen wir mal, die meisten sagen aktuell halten und abwarten und mal sehen, was rauskommt. Hier Goodwill. Goodwill hat die Firma Intel auch mit 27,5 Milliarden US-Dollar. Dort haben wir den Eigenkapitalanteil abzüglich Goodwill von ca. 78 Milliarden US-Dollar. Das wäre ein Buchwert von 2,75 faktormäßig zum aktuellen Kurs. Das Verhältnis ist 2,75. Buchwert wäre 19 US-Dollar. Das heißt, auf alle Fälle haben wir immer noch ein Eigenkapital über abzüglich der Goodwill-Position. Fairer Wert wäre hier 13 US-Dollar. Hier im Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir hier die Seitwärtsrange, der Ausbruch hier bei diesen 37 US-Dollar. Nun ist die Frage, kann die 41 halten? Hat hier mal gehalten. Hier waren wir fast dran. Nun ist die Frage, bleiben wir drüber? Wäre es optimal? Über diesen Höchstkurs hinaus wäre ein Kaufsignal, um die 49 oder die 51 anzutesten. Fällt der Kurs unter die 41, können wir die 36 wieder antesten. Diesen alten Widerstand aus dem Jahr Oktober 2023. Also nun haben wir aktuell eine sehr wichtige Barriere, die 41 US-Dollar. Hält sie oder nicht? Conclusion, Fazit. Wir sehen, dass der Umsatz den höchsten Wert nicht mehr erreicht hat. Wir sind 79 Milliarden, wir liegen nun bei 54. Wir haben den tiefsten Wert. Ein Retourgang von ca. 23,5%. Nettomäßig sehen wir auch den tiefsten Wert, 92% Retourgang von der Bilanz 2018. KGV sehr hoch, 5-Jahres-Durchschnitt auf alle Fälle gut, da liegen wir unter 22,5. Profit Margin mit 3,12 auch sehr niedrig, niedriger wie aus dem 5-Jahres-Durchschnitt. Diese sind auf alle Fälle auch schlechter als im Jahr 22 und hier liegen wir auf alle Fälle mit 1,66 gut, wir liegen fast am Eigenkapital inklusive Goodwill. Hier liegen wir auch mit dem 3,24er Faktor in der Nähe des dreifachen Umsatz pro Aktie.
Hier sehen wir aktuell den Monatschart. Hier ist der Mercedes auf alle Fälle positiv, aber noch unter der Nulllinie. Nun ist die Frage, können wir die 39 antesten, den gleichen Durchschnitt und bleiben drüber? Oder die 41 ist im Wochenchart sehr wichtig? Oder wir testen den Ausbruch bei 37 US-Dollar? Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen!